Ist das das Ende der Oldtimer? Werden die Zeitzeugen der Mobilität im Kampf gegen den Klimawandel zu Grabe getragen? Niemand mit einer Rücksichtnahme, die auch in Wahn ausufern kann, den Respekt vor der Vergangenheit wegwischt. Die einzige Lösung ist wohl, auch fossile Brennstoffe zu verwenden. Oder sind gerade die ewig fahrenden Autos eine Teillösung für eine klimafreundlichere Zukunft? Wir müssen uns mit der für künftige Generationen so wichtigen Nachhaltigkeit befassen. Geben elektrische Antriebe oder synthetische Kraftstoffe eine Antwort? Die Oldtimer sind einer dieser Nischenmärkte, in denen E-Kraftstoffe eine Rolle spielen könnten. Kein Fortschritt ohne das Verständnis für die Vergangenheit. Ist das Fahren eines Oldtimers nachhaltiger als der Kauf eines Neuwagens? Oldtimer stehen für Erhalten statt Ersetzen. Sie sind eine Absage an die Wegwerfmentalität. Beim Bau eines modernen Elektroautos fallen 26 Tonnen an CO2-Emissionen an. Bis ein Oldtimer so viel Schadstoff ausgestoßen hat, könnte sein Besitzer das einst spartanisch und damit umweltfreundlich zusammengeschraubte Fahrzeug theoretisch 46 Jahre lang über die Straßen kutschieren, bei durchschnittlich 2000 Kilometern im Jahr. Natürlich können sie es überleben, und zwar ganz einfach, indem man sie als das begreift, was sie sind. Oldtimer sind Zeitzeugen der Mobilität und haben unsere Lebensgewohnheiten mehr geprägt als irgendetwas sonst. Und es tut sich was in der Oldtimer-Szene. Bei der letzten Mille Miglia, dem italienischen Traditionsrennen historischer Fahrzeuge, schickte Mercedes Autos auf die Strecke, die mit E-Fuel betankt waren. Einem synthetisch hergestellten CO2-neutralen Kraftstoff, mit dem auch Verbrennermotoren betrieben werden können. Es wird immer, auch in Zukunft, Veranstaltungen oder Rennen wie die Mille Miglia geben. Denn das ist Teil unserer Kultur, unserer Geschichte, unseres Erbes. Deshalb sind in diesem Jahr all unsere Oldtimer mit synthetischen Kraftstoffen, also E-Fuels, gefahren. So haben wir bewiesen, dass das auch bei einem Langstreckenrennen wie der Mille Miglia möglich ist. Wir sind über 2000 Kilometer ohne Probleme mit E-Fuels gefahren. With e-fuels without any problems. Sind E-Fuels die Rettung für Oldtimer und Klima? Auch die Politik scheint an dieser Idee Gefallen zu finden. Historische Fahrzeuge sollten mit E-Fuels betrieben werden, damit sie in einem historisch korrekten Zustand auf der Straße eingesetzt werden können. Und selbst kritische NGOs sehen E-Fuels im Oldtimer ausnahmsweise positiv. E-Fuels sind super teuer und super ineffizient. Sie werden keine Option für die Masse sein. Aber ich könnte mir einige Nischenmärkte dafür vorstellen. Und die Oldtimer sind so ein Nischenmarkt. Für den klimafreundlichen Auftritt seiner historischen Fahrzeuge bei der Mille Miglia scheute Mercedes keine Kosten. Der Mercedes 300 SL wurde über die gesamten 2000 Kilometer extra von einem E-Fuel-Tankfahrzeug begleitet. E-Fuels sind aber keine Speziallösung für Oldtimer, denn man müsste auf so einer Ausfahrt das E-Fuel immer mitfahren. Es gibt kein Tankstellennetz dafür. Und ich rechne auch damit, auch nicht damit, dass es entsteht. Sind E-Fuels eventuell sogar mehr als nur eine Nischenlösung für Oldtimer? Eine Diskussion, die auf politischer Ebene seit einiger Zeit Europa entzweit. Sollten E-Fuels als Möglichkeit, Verbrennermotoren klimaneutral zu betreiben, einen Platz in einer nachhaltigen Zukunft haben? Ich bin davon überzeugt, dass man E-Kraftstoffe auch an einer Tankstelle finden wird. Und es wird einen Markt für E-Kraftstoffe geben. Aber natürlich zu einem höheren Preis. Schauen Sie sich Porsche an. Die produzieren zusammen mit HIF in Chile E-Fuels mit der Idee, dass rund zwei Drittel aller jemals produzierten Porsches noch auf der Straße sind. Und Porsche will seine Kunden mit E-Treibstoff versorgen, damit sie auch in Zukunft mit diesen historischen Porsches fahren können.
in future as well. Die einen halten auf Biegen und Brechen an ihren Traditionen fest. Woanders wird damit radikal gebrochen. Die traditionelle Oldtimer-Rallye Mille Miglia hat jetzt auch eine Öko-Klasse. Die Mille Miglia Green für elektrische Fahrzeuge. Eine Antwort auf die globale Elektrifizierung der Mobilität. Oldtimer werden auf Elektroantrieb umgebaut. In Deutschland hatte die Firma E-Cab Mobility schon 2015 begonnen, bei alten Autos Verbrennermotoren durch Elektroantriebe zu ersetzen. Und dann bietet ein DKW Baujahr 1938 plötzlich ein ganz neues Fahrgefühl. Dieses Auto ist jetzt 80 Jahre alt und erlebt noch mal ein Revival. Man kann schön leise, offen die Landschaft genießen. Das ist bei mir jetzt nicht der Gedanke, mit so einem Oldtimer das Klima zu verändern. Das schaffe ich damit nicht. Aber das sind ja Signale, die man setzt. Und damit kann man ja generell ein Denken antriggern in der Bevölkerung. Das ist eben geht, etwas zu verändern, wenn man das denn will. Die belgische Firma Monceau Automobil hat sich darauf spezialisiert, aus Mercedes-Klassikern der Baureihe W107 aus den 1970er und 80er Jahren moderne Elektroautos zu machen. Für mich ist es die Kombination aus der Leidenschaft für Autos und speziell für Mercedes-Fahrzeuge und der Leidenschaft für die Energiewende. In Einbeck in Niedersachsen dreht Karl-Heinz Rehkopf mit seinem Mercedes-Benz Victoria aus dem Jahr 1894 noch regelmäßig seine Runden auf den Straßen. Es ist das älteste zugelassene Auto der Welt. Für ihn ist es allerdings undenkbar, sein Gefährt auf Elektroantrieb umzurüsten. Ich würde das als eine Riesensünde empfinden. Eine unverantwortliche Ignoranz empfinden, wie man hier praktisch den Respekt vor der Vergangenheit wegwischt mit einer Neuerung und dann praktisch dieses Gerät damit kassiert. Sind Oldtimer mit Elektroantrieb noch echte Oldtimer? Auch für Philipp Battiani ist das eine Glaubensfrage. Bei seinem BMW aus den 1970er Jahren den Benzinmotor auszubauen, wäre für ihn ein Sakrileg. Man würde vor allen Dingen dem Auto das Herz nehmen. Das ist ein BMW, also da stand der Motor, ja, wie der Name BMW schon sagt, der Bayerische Motorenwerke, immer im Mittelpunkt. Man würde das Auto gewissermaßen entkernen, wenn man das macht. Man würde ihm also das Herz und wahrscheinlich auch die Seele nehmen. Eine Überzeugung, an der auch drohende Fahrverbote nichts ändern. Wenn gar nichts mehr geht und die Autos generell verboten würden mit dem Benzinmotor, dann würde ich konsequenterweise den Wagen auch einfach stehen lassen. Und dann ist er eben ein Kulturgut und dann steht er eben. Das ist ja nun das Wesen eines Fahrzeugs, dass es fährt. Und wenn sie nur im Museum stehen, dann fällt ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Kulturgutes weg. Es ist wichtig, dass diese Fahrzeuge erhalten werden und auch sichtbar bleiben. Als rollendes Museum sozusagen. Das rollende Museum hat überall auf der Welt eine passionierte Fangemeinde gefunden. Oldtimer-Events wie der Concorso d'Eleganza oder die Mille Miglia in Italien, Pebble Beach in Kalifornien oder Goodwood in Großbritannien ziehen die Massen an. Und historische Fahrzeuge sind längst zu Anlageobjekten geworden, die gehandelt werden wie Aktien. Ein Elektromotor in so einem Fahrzeug würde einen extremen Kursverlust bewirken. Das Fahrzeug ist dann nicht mehr historisch, sondern es ist ein beliebiges Modifikat. Etwa so, wenn Sie ein Gemälde alter Meister retuschieren, damit es dem aktuellen Zeitgeschmack entspricht. Der Wert eines Oldtimers besteht nun mal im Erhalt originaler Technik. Doch mit ihrer originalen Technik bekommen die Autos jetzt Probleme. Bei der Mille Miglia muss die ursprüngliche Route immer öfter geändert werden, weil es in immer mehr Altstädten Fahrverbote für umweltschädliche Verbrenner gibt. Ein Problem, das auch die Politik beschäftigt. Die Zukunft der Oldtimer liegt auch dem Europaparlament in Brüssel am Herzen. Wir haben das Thema hier im Europäischen Parlament sehr intensiv diskutiert. Und die erste Maßnahme, die wir ergriffen haben, war, über eine Definition nachzudenken. Was ist ein historisches Fahrzeug? Das ist wirklich entscheidend. Denn wenn man Ausnahmeregelungen für historische Fahrzeuge fordert, muss man sich darüber im Klaren sein, was ein historisches Auto oder Motorrad überhaupt ist.
Nicht alle alten Autos sind wirklich historische Fahrzeuge. Ein historisches Fahrzeug zeugt von der Geschichte der Mobilität, aber nur, wenn es sich wirklich in diesem historischen Zustand befindet. Über die Frage, was denn ein echter Oldtimer, ein echtes historisches Fahrzeug ist, wird es noch viel zu diskutieren geben. In Deutschland gilt bis jetzt jedes Auto als Oldtimer, das vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurde. Auch wenn überall heftig diskutiert wird, die Oldtimer-Szene bleibt optimistisch. Rennen wie die Mille Miglia wird es auch in Zukunft geben, ganz sicher. Für uns sind die klassischen Autos auf den Straßen unser lebendiges Erbe. Ich sehe die Oldtimer-Szene als eine Szene, die gefestigt ist, die viele Anhänger hat. Man weiß ja, dass die Oldtimer-Bewegung auch ein Altersproblem hat. Die große Herausforderung der Bewegung ist also, auch jüngere Menschen anzusprechen. Genau auf diese Zielgruppe hat sich die Firma Lunas im englischen Silverstone fokussiert. Sie baut britische Autoklassiker der Vergangenheit zu Elektroautos um, um damit auch eine umweltbewusste junge Generation zu begeistern. Meine Tochter singt ein Lied, werde grün, macht den Planeten grün. Wir bauen Autos und Nutzfahrzeuge für künftige Generationen. Und deshalb gleitet jetzt ein Rolls-Royce Phantom 5 aus den frühen 1960er Jahren, der einst mit 8 Zylindern die Umwelt belastete, geräuschlos und lokal abgasfrei über die englischen Landstraßen. Wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, das für künftige Generationen von so großem Interesse ist. Jüngere Menschen beschäftigen sich weniger mit Autos als frühere Generationen. Wir sind stolz darauf, ihnen eine Antwort geben zu können, auch für die langfristige Erhaltung dieser schönen Objekte. Doch Umweltbewusstsein hat hier auch seinen Preis. 700.000 Euro kostet der technisch außerordentlich aufwendige Umbau zum Elektro-Oldtimer. Bei der geringen Fahrleistung von durchschnittlich weniger als 1500 Kilometer im Jahr wäre eine solche Umrüstung auch ökologisch völlig sinnlos. Auch für Karl-Heinz Rehkopf wäre eine Umrüstung auf Elektroantrieb sinnlos. Und E-Fuels wahrscheinlich auch keine Alternative. Denn der Motor von 1894 springt nur an, wenn man ihn mit speziellem Leichtbenzin betankt, das man unter der Bezeichnung Wundbenzin auch in Apotheken bekommt. Droht einem der ältesten Autos der Welt jetzt das Fahrverbot? Eine unverantwortliche Ignoranz, die man also hier mit einer Rücksichtnahme, die auch in Wahn ausufern kann, den Respekt vor dem Geschaffenen, Respekt vor der Vergangenheit wegwischt. Die einzige Lösung besteht darin, vielleicht auch einige fossile Brennstoffe zu verwenden. Denn im Durchschnitt, und das ist allgemein bekannt, ist die Kilometerleistung historischer Fahrzeuge recht begrenzt. Dies ist also kein großes Problem für den Klimawandel in Europa. Wenn man die ganze Kette von den Rohstoffen über die Fahrzeugproduktion, den Betrieb und die Entsorgung eines Fahrzeugs anschaut, dann stehen Oldtimer eben für Langzeitprodukte und haben insofern schon einen sehr günstigen CO2-Abdruck. Das ist wohl wahr. Nachhaltiger geht es wirklich nicht. Oldtimer stehen für Erhalten statt Ersetzen. Sie sind eine Absage an die Wegwerfmentalität. Ich möchte einfach mit dem Blick zurück Mut machen, in die Zukunft zu schauen. Wenn ich sage, immer keine Zukunft ohne Vergangenheit. Kein Fortschritt ohne das Verständnis für die Vergangenheit. Haben Oldtimer noch eine Zukunft? Bleibt das automobile Kulturgut in Bewegung? Unter Strom, mit klimafreundlichen oder mit fossilen Treibstoffen? Oder enden die Zeitzeugen der Mobilität als regungslose Staubfänger im Museum?